Halli, hallo, hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde unserer History-Reihe, die es ja schon so irgendwie eine kleine Weile hier gibt. Und zwar sind wir heute unterwegs auf dem mit dem Citybus Simulator München, intern CBS2 genannt. Und ja, dafür stehen wir hier auf dem Depot. Stehen, stimmt sogar recht gut, weil wir stehen aktuell noch rum. Guck mal, ne? Sehen wir nicht schick aus? Das ist wunderschön. Stehen wir gerade draußen vor der Halle. Da drin steht nachher unser Wagen, mit dem wir fahren werden können, dürfen. Jetzt aktuell noch nicht, ne? Also da hätten schon noch ein paar andere Busse. Tatsächlich interessanterweise andere als die, mit denen wir fahren werden. Aber es ist egal, ne? Wir haben nämlich alle hier hinten da Facelift-Tech und so. Aber wir werden fahren heute einen MAN Line City. Denn im Vergleich zum Bussimulator 2012 ist hier eben halt kein Benz nachgebaut worden, sondern ein MAN sogar mit offizieller Lizenz, wie wir gleich sehen werden. Und ja, schauen wir mal ein bisschen. Ich habe mich jetzt erstmal durch den ganzen Einstellungskram gekämpft, dass das irgendwie alles so halbwegs funktioniert. Das war etwas aufwendig, aber gut. So ist es halt, ne? Das müssen wir immer. So, einmal die Türen, ne? Und das wäre dann einmal hier unser Fazit. Bitte nach hinten durch. Ja, mach mal doch, ne? Einmal nach hinten durchgehen, das machen wir doch sofort. So, jetzt sind wir hinten drin. Wunderbar. Jetzt haben wir die Regel befolgt. Jetzt sind wir ein guter Fahrgast. Oder lassen wir mal besser zu. So, sind wir nicht tolle Fahrgäste? Ist einfach super, ne? Können wir eigentlich auch drücken? Nö, schade. Entwerten können wir auch nicht. Ah, egal. Ich glaube, wir sind auch Busfahrer. Wir haben nämlich ein bisschen anderes zu tun. Und zwar sich einmal hin, das Steuer zu pflözen. So, einmal so, ne, das ist ja irgendwie, so, dann machst du einmal hier, so, bist du einmal das Gaspedal durchdrücken, wunderbar, ne, so, ne, ich wollte gerade sagen, Rückwärtsgang habe ich eigentlich nicht drin, so, das müssen wir einmal, machen wir mal Innenbeleuchtung, machen wir mal Licht, machen wir mal Fahrerkarte, ja, gleich, alles gut, achso, ich muss tatsächlich in diese Ansicht da rein, ja, danke Spiel, dass das so umständlich ist, aber okay. Karte einstecken, so. Willkommen, war Fahrer 1, so, okay. Passt schon, ne, der meldet sich da jetzt an, das ist in Ordnung, so. Ja, jetzt nervt man nicht rum, ich weiß, hier sind noch ganz viel. Ja, zu kalt im Fahrgastraum. Ja, die Hektik hier, das kann doch nicht sein, so, machen wir hier mal Fahrgastraumtemperatur, bei uns vorne auch mal ein bisschen warm. Zudem den Dachlüfter, das finde ich immer eine ganz gute Sache. So, Podestheizgebläse. So, haben wir doch alles hier, ne? Ist ja gar kein Problem hier. Dachluken machen wir besser nicht auf, sonst ist es ja zu kalt im Fahrgastraum. Kann es ja nicht sein. Fahrglatteis. Ich wollte nur sagen, ich habe, glaube ich, August eingestellt. Just saying. So, wunderbar. Einmal hier eingestellt. Jetzt müssen wir einmal abbrechen. Wir müssen. Ja, ich habe es vorher gemerkt. Meldung und Funk, Empfang, Weisung. So, Kanal 1. Ne, dann machen wir Kanal 1. Wunderbar. Ne, jetzt können wir uns freuen. 2264, guten Tag. Guten Tag. Heute die Route 11320. Sobald sich dein Dienstplan ändert, teilt das wie immer über Funk mit. Das heutige Wetter in München wird regnerisch, stockender Verkehr aufgrund von Baumaßnahmen. Riedpoltbrücke. Eine Umleitung wurde dadurch erforderlich. Die Außentemperatur liegt derzeit bei unter 0 Grad. Es ist glatt auf den Straßen. Es gilt für München und Umland. Oh, im August, okay. Riedenbüttstraße oder Ostbahnhof? Keine Ahnung. Also Ostbahnhof wäre ja irgendwie gescheiter, ne? Da ist ja da ein bisschen. In der Nähe, dann fahren wir da runter und dann halt in die Richtung. Das glaube ich, dann machen wir lieber im Ostbahnhof. So. Ach nee, das ist Ziel. Wir fahren zur Riedenberger Straße vom Ostbahnhof. Nee. Ach, das ist ja direkt um die Ecke. Ist das süß. Ja, das gefällt mir. Das finde ich super. Ich habe gedacht, wir müssen voll weit fahren. Fahr zum Steinpunkt Steinhausen. Das werden wir machen. So, jetzt müssen wir im Menü. Jetzt müssen wir Einstellungen. Jetzt müssen wir entweder freigeben. Jetzt müssen wir die Innenansage einschalten. Nee, lass mal aus. Innenanzeige ist eingeschaltet. Oh, ist das kompliziert. Ja, das passt schon, ne? Das ist eine schöne Haltestellenliste.
Das freut mich natürlich alles. So. Ja, eigentlich müsste es jetzt ja funktionieren, oder? Leerfahrt. So, jetzt haben wir das eingestellt. Jetzt müsste genau eine Dienstfahrt geschildert sein. Das sieht ja nicht toll aus, unser Wagen. Ist einfach ein guter. So. Jetzt haben wir eigentlich fast alles zur Abfahrt gemacht, nur sehe ich leider noch nichts. Ne? Das heißt, wir müssen einmal hier das Spiegel. Das Spiegel, Spiegel. So. Sind wir ganz schön falsch eingestellt. So. Jo, so sieht man halbwegs. So, die müssten wir auch irgendwie. Uiuiui. Bei denen ist Hopfen und Malz verloren da drüben. Die kriege ich nicht hin. Ist egal. Aber den Innenspiegel nochmal schön. So, einmal hoch. Dann sehen wir so die hintere Tür. Das ist mir eigentlich erstmal das Wichtigste. Und ansonsten Gang einlegen. Feststellbremse. So, und los geht die wilde Fahrt, würde ich sagen. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. So, das müssten wir da einmal aus dem Betrieb so raus wahrscheinlich. Ja, Tatsache. So, sehen wir nicht toll aus? Ist wunderschön, ne? Ach, der Bus ist einfach... ist einfach eine Pracht, ne? Also es werden drei Busse mitgeliefert. Hier vom Lion City noch der Dreitürer sowie der Lion City G. Und ja, wir fahren halt heute den Zweitürer-Solobus, weil ich mir das so ausgesucht habe, ne? Ganz allein, das ist der Grund. So. Ich werde aber nochmal ganz kurz da ein bisschen dran drehen. So, ne? Dann sollte das funktionieren. Hallo? Dankeschön. So. Es ist eine recht kurze Route, oder können wir auf dem Ostbahnhof vielleicht mal woanders langfahren, ne? Ich hätte mal gerne in die Richtung fahren. Oh gut. Interessant auch, dass man sich das tatsächlich halt nicht aussuchen darf, was man fährt, sondern man bekommt das halt irgendwie zugeteilt, aber... wow. So ist es halt. Da kommt aber ganz schön gut aus dem Quark hier, ne? So, sieht mir aber nach einem ZF-Getriebe aus, so vom Schaltverhalten her. Um das mal hier so fachmännisch zu analysieren. So, wir müssen da lang. Ach, das ist hier durch, okay. Vorsichtig. So, da ist auch frei. Ich hab ne... ja, da war frei kurz. Ist egal. Haben wir kaputt gemacht? Ne, haben wir nicht kaputt gemacht. Hat er gebremst. Wunderbar. So, dann wäre hier unser Start. Jetzt haben wir allerdings noch ein paar Minuten. Weil der Spiegel ist ja komplett für die Poperze. So. So. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, den Bus zu sehen? Nee, nicht, gell? Das ist ja doof. Also gar keine Möglichkeit, gescheit nach hinten zu gucken. Ich finde jetzt ein bisschen guten Tag, die Dame. Sie stören mich gerade bei wichtigen... Ich glaube, da wurde ein Ticket entwertet. Naja, so ist halbwegs, ne? Aber auch nur halbwegs. Ist egal, komm. So, 113, Ostbahnhof Amerika, US, genau. So, jetzt haben wir aber halt 8 Minuten Zeit. Abfahrt ist um 17 oder so. Das werden wir halt mal wahrscheinlich irgendwie einstellen in unserem coolen, tollen Overlay-Menü. Spieler, Wetterbustechnik, Optionen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Nee, das ist nicht. Wetter wahrscheinlich, ne? Kalender. Klar. So, 11 Uhr, bisschen später, so. Übernehmen. Damit wir auch schön pünktlich losfahren. Sonst gibt's Hau vom Chef. Eine Minute haben wir noch. Wunderbar. Das... wow. Ich wollte nicht mit offenen Türen losfahren. Der Depp ist mir mit offenen Türen rein... also... dann mache ich mal den Warnblinker rein. So ganz einfach. Ist der mir... ist mir voll reingeheizt. Und vor allem... das Spiel noch so... du darfst nicht mit offenen Türen fahren. Ja, das war auch eigentlich nicht meine Idee. Warte mal, man kann doch... ah, okay, so sieht man ein bisschen was, aber auch nur von daher, ne? Nee, tatsächlich, hier ist echt Ende. Man kann höchstens, wenn man halt da so über das Ding da reinguckt. Das ist Quatsch. So, machen wir mal Abfahrt hier, ne? Bitte abfahren. Okay, 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 okay. Okay.
Er hat verstanden, er fährt los. So. Interessant, recht leise das Auto, wo ich ihn recht laut gestellt habe, aber ist ja egal, ne? War das eine Ansage? Ich habe gar keine Ahnung, ist egal. Wir tuckern mal durch die Gegend, so mit der fahren so ein bisschen gemütlich. Wir sind schon bei 50, sieht immer ein bisschen schneller aus. Aber ist egal, wenn wir 50 fahren, dann passt das ja. Hier in der Kurve sogar noch ein Ticken langsamer. Boah, das sieht so unglaublich schnell aus, also unglaublich langsam aus. Aber ist uns egal. Ah ja, okay. Vorsicht bitte hier da. Aktuelle Verkehrsmeldung. Und so, ne? Schönen guten Tag. Hi. War jemand mit? Sichert leider nicht, gell? Ja, irgendwann ist dann halt Abfahrt. So, Sie wollen nicht mit? Gut, dann... Da ein Pokémon. So. Einmal rum hier. Also man kann auch viele tolle andere Sachen mit dem... Uiuiui. War das gerade eine Ansage? Ui, ich bin mir nicht sicher. Oh, erst mit dem Lenken ist er noch so ein bisschen... Huiuiuiui. Ja, das muss man vorsichtig tun. So. Müssen wir hier einmal raus. Ja, ich sehe nicht so viel. Wow. Aufgrund eines defekten Fahrzeugs in der Ziegeleisstraße ist der Verkehr zum Stillstand gekommen. Das ist mir relativ egal. Ich weiß eh nicht, wo das ist. Da kann mir jetzt das Zeug erzählen, du. Ich weiß da nicht, was da in München ist. So, da ist frei. Achso, ich hätte auch hier fahren können. Gut, da fahren wir mal hinter dem Kollegen her. 941. Das ist ja super. Der hat auch, glaube ich, ein paar mehr Fahrgäste als ich. Oh gut, ich sehe das nicht so. Das Spiel ist ja auch sehr... Na gut. Wir können ja da gleich mal voll die coole Meldung machen. Das kann man nämlich auch an dem Gerät. Ich nenne es einfach mal Gerät. Da kann man nämlich so eine Vollmeldung abgeben, ne? Wie viel da gerade los ist. So, stellen wir uns halt irgendwie mal dahinter. Oder geht das durch? Fährt er durch? Schaffen wir das oder nicht? Ja, nee, schaffen wir nicht. Der hat aber auch eine Vollbremsung rein, du. So, machen wir mal... Ach so, aha, ich hätte mir vielleicht eine Haltestellenbremse belegen sollen. Ist die Freigabe. Bringt ja eh nichts bei dem Zweitürer hier. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ich habe vergessen. Er wollte irgendwas machen. Ganz schön siffig da unten, gell? Ah, genau. In die Optionen gehen. Und einmal gucken. Optionen. So, und. Ich wollte den Funktyp noch ein bisschen leiser stellen, weil der ist echt penetrant. Und die Ansagen sind immer ein bisschen leise. So. Übernehmen. Ich hoffe, der übernimmt das jetzt auch. Ansonsten halt nicht, ne? Da kann ich auch nichts machen. So, einmal raus, bitte. Bitte raus. Möchte ich hier raus. Darf ich hier raus? Darf ich hier raus? Darf ich wieder fahren? Dankeschön. So. Jetzt stehen wir hier da in der... Uiuiui. Das ging aber schnell bei dir, ne? Und jetzt? Ich wollte gerade sagen, was fährt denn der da durch? Hält der da nicht? Oder will der da nicht halten? Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie alle mit mir mit. So. Schönen guten Tag. Hallo. Ihr könnt auch gerne am Händler einsteigen. Geht vielleicht ein bisschen schneller bei der Masse an Fahrgästen. Guten Tag. Hallo. So. Ja, was Sie machen, das ist mir jetzt egal. Am besten auch nicht vor meiner Tür. Dann kann ich nämlich los. So eine Minute haben wir tatsächlich schon eine Verspätung, aber... Ja, jetzt versteht man die Ansagen zumindest mal einen kleinen Ticken besser. Ich hoffe mal, der Typ ist nicht mehr so laut. Haben wir jetzt echt 2 Minuten Verspätung? Ich meine, ich fahre 50, ich kann auch nichts machen. Achtung, langsam Fahrstrecke wegen Blitzer in Inger Straße. Langsam Fahrstelle wegen Blitzer? Ich hab gedacht, man muss bei Blitzern einfach nur so fahren, wie man sollte. Und nicht extra langsamer, aber... Gut, vielleicht war das auch nur meine Auffassung von Blitzern. Was ein bisschen schade ist, das habe ich beim Einstellen gemerkt... Ach, ich bin auf der falschen Spur. Das habe ich auch gemerkt. Nee, und zwar, es gibt keine Möglichkeit, hier ein Anti-Aliasing einzuschalten, was ich halt in... Also ich muss doch dahin. Das ist meine Haltestelle, gell? Was ich tatsächlich halt in diesen Effekten, die es halt hier gibt, leider widerspiegelt. Da kann ich jetzt nicht viel machen. So. Niemand mit, gell? Eigentlich keiner da.
Ja gut, dann Haltewunsch haben wir auch keinen gehabt. Dann heißt es für uns einmal hier weiter. Wäre es natürlich schön, wenn ich einen Spiegel hätte, der funktioniert, ne? Aber ich meine, auf Glück ein bisschen Gehör fahren, das kann man mal machen. Vor allem, ich meine, ich bin ja eh selten Busfahrer in München. Sende uns bitte deinen Statusbericht zu, aber nicht während der Fahrt. So. Ach, danke. Ich weiß noch nicht, warum ich Vorfahrt habe, aber... Wahrscheinlich, weil ihr gewusst habt, dass Chef jetzt was von mir will. Wenn ihr nicht macht, was Chef will, dann, geht was schief. So. Das machen wir hier mal. Upsala. So. Menü. Meldungen Funk. Meldung senden. Fahrgast zurückgelassen. Halten auf Wunsch. Störung, Beleuchtung, Wetterdefekt. Besetzt. Ja, gut, gibt extra. Was haben wir denn? Circa Viertel voll, oder? Ja, steigt halt hinten ein. Komm, macht, was ihr wollt. Ja. Übertreiben wir mal lieber ein bisschen, dass die vielleicht bis später mal ein paar mehr Busse einsetzen. Circa halb voll. Achso, ich darf auch nicht das von weit weg bedienen. Ich muss da ganz nah dran sein. Gesendet. Ich hoffe mal. Da. Viele Unfälle, die hier auch bauen, gell? Und vor allem, ich meine, so schlimm wie mit der Straßenbahn ist es ja eigentlich nicht, weil als Bus kann man ja immer noch irgendwo so ein bisschen ausweichen, was du als Straßenbahn nicht unbedingt kannst. Von daher sollte es eigentlich jetzt nicht das Problem sein, aber gut, das Spiel macht das, wie das Spiel das möchte, ne? Da kann ich jetzt auch nichts machen, das wird eng. Und ich würde sagen, bevor wir zur nächsten Haltestelle kommen, würde ich sagen, das war es erstmal von der ersten Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder beim Let's Play vom City Bus Simulator München. Bis dahin, mach alles gut. Tschüssi.